das Leben ist endlich und man denkt sich jetzt, okay, also Pi mal Daumen hast du jetzt noch so und so viel Sommer. Ich rechne immer in Sommern. Und das hat sich, aber die Einstellung zum Glück und was Glück bedeutet, hat sich eigentlich nicht geändert. Manche Ereignisse prägen das Leben nachhaltig. Und für Sonja Kraus zählt ihre Brustkrebserkrankung wohl zu den einschneidendsten Erlebnissen. 2022 machte sie ihre Diagnose öffentlich. Heute hat sie den Krebs überwunden. Voller positiver Energie erscheint die Moderatorin zum Jahresende 2023 auf dem roten Teppich des Mon Cheri Barbara Tages. Das Besondere? 18 Monate nach ihrer Chemotherapie trägt die TV-Ikone keine Perücke mehr, sondern zeigt ihre echten Haare. Eigenhaar hat jedoch nicht nur Vorteile. Echte Haare muss man stylen, aufwickeln, mit Haarspray arbeiten. Meine Freundin, wie sie ihn nennen, meine Fifis, die nehme ich einfach aus ihrem Körbchen oder aus ihrem Kästchen, setze sie auf und in 2 Minuten sieht man aus, viva la diva. Aber ich fand jetzt zu dem Kleid, ich ziehe die auch weiterhin an. Also es ist einfach, ich habe Spaß an der Veränderung. Seine Haare durch die Chemotherapie zu verlieren, ist für viele ein traumatisches Erlebnis. Sonja Kraus hingegen ist es gelungen, die Situation ganz pragmatisch zu sehen und macht damit vielen anderen Menschen Mut. Oh mein Gott, es sind Haare. Also ich würde es jetzt mal nicht übertreiben, mein Herz hängt nicht an den Haaren. Und als sie weg waren, fand ich mich auch total in Ordnung. Ich finde Haare, Hand aufs Herz, ist für mich so ein Arbeitsutensil, ja, aber wird oftmals wirklich überbewertet. Also alle, die momentan damit zu kämpfen haben, Haarausfall zu haben oder irgendwie eine Chemotherapie, ich sage wirklich, Fifis, Perücken sind sensationell und ganz Hollywood arbeitet damit. Da kann man sich einfach nur ein Beispiel dran nehmen.